Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier im Kölner Mediapark und haben ein Date mit dem Moderator von Deutschlands wohl bekanntester Kummerkastensendung. Genau, wir treffen Jürgen Domian hier im 1 Live Studio direkt hinter uns und sind gespannt, wie der Mann, der so gut zuhören und Fragen stellen kann, wie kein anderer darauf reagiert, wenn er jetzt im Flash TV Interview selber mal Fragen gestellt bekommt. Jürgen, die wichtigste Frage zuerst, was hat das mit den Hirschen hier im Studio auf sich? Naja, es gibt ja im Moment nur einen weißen Hirschen und den gibt es schon sehr lange. Früher allerdings hing auch noch viele Jahre ein Hirschgeweih hier. Ach, das ist so eine Marotte geworden, weil ich Hirsche mag. Und das Ganze ist ins Rollen gekommen dadurch. Vor vielen Jahren hatte Heike Mackert eine Sendung auf Viva, die hieß Heikes Hausbesuch. Und dann kam Heike zu Leuten nach Hause und hat da getalkt. Und dann kam sie zu mir auch nach Hause. Und ich hatte damals eine große Altbauwohnung, die ganz weiß gestrichen war. Und ich war sehr puristisch drauf, mit fast keinen Einrichtungsgegenständen. Also ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, aber mehr auch nicht. Das einzige Schmuckstück dieser Wohnung war ein Hirschgeweih. Und dann ging die Kamera, während wir redeten, weil es da sonst nichts zu zeigen gab, immer wieder auf dieses Hirschgeweih. Und so fing das an. Und dann haben die Leute das gesehen und haben sie gefragt, warum. Und dann habe ich gesagt, ich finde es toll. Und dann haben die mir so kleine Hirsche geschenkt oder Hirschgeweih in Unmengen in all den Jahren. Und so ist das entstanden. Das heißt doch mehr Hirschgeweih bei dir zu Hause. Ich habe immer noch dieses eine Hirschgeweih, mehr auch nicht. Das reicht dann auch. Okay. Hast du eigentlich mitgezählt, wie viele Sendungen du bis jetzt gemacht hast und wie viele Anrufer du bisher hattest? Ja, ich glaube, es sind so mittlerweile knapp 20.000 Interviews, die ich geführt habe. Ja, die Zahl erschlägt mich auch manchmal, wenn ich sie so vor Augen führe, aber es ist in der Tat so. Du rettest die Deutsche Telekom im Alleingang vor der Insolvenz. Ja, in der Tat können wir uns nicht beklagen über Anrufer. Wir haben so im Durchschnitt kann man sagen, so 15.000 bis 25.000 Anrufversuche pro Nacht. Das sind Leute, die versuchen hier anzurufen. Und zum Schluss haben wir, naja, wenn es hochkommt, 7-8 Leute in der Sendung. Also das ist dann schon ein krasses Auswahlverfahren. Im Privatfernsehen würde man bei Domian vermutlich eine permanente Sponsoreneinblendung in Magentafarben sehen. Ist es für dich befreiend, ohne kommerziellen Druck arbeiten zu können? Oder hast du auch vom WDR gewisse Quotenvorgaben? Naja, kommerziellen Druck haben wir hier natürlich nicht. Und das ist auch sehr gut so. Und so eine Sendung wäre sicherlich im Privatfernsehen auch nicht zu machen. Ich kann nicht mit einer vergewaltigten Frau reden und danach käme irgendeine Tittenwerbung oder eine SM-Werbung oder irgend sowas. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Natürlich freuen wir uns auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Rundfunk über gute Quoten und so ich auch, weil das ist natürlich unsere Rückmeldung, ob wir nur auch wahrgenommen werden. Wir wollen das ja nicht hier für uns als Privatveranstaltung machen. Und wir, meine Leute hier und ich, freuen uns, dass wir nach 16 Jahren so quotenstabil sind, dass wir manchmal Wochen haben, die so gut laufen, wie sie früher nicht gut gelaufen sind. Das freut mich sehr. Kommst du in deinem Privatleben auch so mitfühlend sein oder magst du dann nichts mehr hören von privaten Problemen? Nee, das trenne ich überhaupt gar nicht. Das wäre auch sehr schizophren, wenn ich jetzt hier die Rolle hätte und bin privat irgendwie ein Haudegen, der nichts sehen, nichts hören will. Also mein Freundeskreis ist das, ich glaube nicht, dass ich da anders bin, als ich hier bin. Hoffe ich mal. Schüttelst du die Probleme deiner Anrufer einfach ab, wenn du den Sender verlässt, oder nimmst du die manchmal auch mit nach Hause? Ach ja, das ist so eine Sache. Natürlich bei der ungeheuren Fülle der Anrufer gibt es eine ganze Menge Sachen, die man so, ich sag mal, so professionell behandelt. Die macht man, die muss man auch ordentlich machen und mit vollem Einsatz. Und dann vergisst man die wieder. Aber es bleibt immer, es ist wirklich in steter Regelmäßigkeit so, fast jede Nacht oder mehrfach in der Woche bleiben Anrufer auch hängen. Und die nimmt man mit nach Hause. Und ich halte das auch für sehr richtig, wenn ich
Wenn das alles an mir abprallen würde, wäre ich der falsche Mann hier für diesen Platz. Das würden die Leute auch merken. Aber es ist auch völlig normal. Das geht jeder Krankenschwester, jedem Arzt so. Dass es da auch Routine-Sachen gibt und es gibt Sachen, da geht man nach Hause und denkt, mein Gott, ist das schrecklich. Ist das furchtbar. Oder auch, man geht auch nach Hause und denkt, mein Gott, ist das schräg oder nett oder schön gewesen oder absurd oder so. Anderen Menschen Ratschläge zu geben, ist ja manchmal einfacher, oder das eine. Wo aber holt sich Jürgen Domian Rat und Hilfe, wenn es ihm nicht gut geht? Ach, ich habe das große Glück, wirklich das große Glück, das kann ich so sagen, mein ganzes Leben lang zumindest einen guten Freund zu haben, wenn nicht zwei oder drei. Drei halte ich schon für sehr viel, wenn man drei richtig gute Freunde hat. Sodass immer ein Ansprechpartner da war, mit dem man wirklich über alles reden konnte, mit dem man auch alles beraten konnte. Also nicht nur, dass man sich das Herz ausgeschüttet hat, sondern dass man auch Dinge beraten konnte. Ich bemerke nur, da weiß hier durch meine Sendung, dass leider sehr viele Menschen es nicht haben. Auch Leute, die in Partnerschaften leben, in langjährigen Ehen, wo das große Schweigen vorherrscht. Und die dann eine solche Sendung als Strohhalm nehmen, sich zu äußern. Sowohl im Positiven wie im Negativen. Ich erzähle mal, erinnere mich an den Fall einer jungen Frau, die damals nach Ostdeutschland gegangen ist, in eine Werbeagentur, sehr eloquent und sehr vitale Frau. Die hatte einen hohen Lottogewinn gemacht. Und die hatte niemanden, mit dem sie diese Freude teilen konnte. Und das hat sie dann hier gemacht. Das ist ein Luxusproblem. Ja schon, aber ich sag, es geht eben auch bei positiven Sachen, dass Leute nicht mal da manchmal Menschen haben, mit denen sie vertrauensvoll darüber sprechen können. Ne? Die neue Einsamkeit. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die so neu ist. Vielleicht ist die früher nicht so aufgefallen. Ich glaube ja, dass gerade so eine Sendung, wie wir sie machen, vor 30 Jahren wahrscheinlich ebenso geboomt hätte. Vielleicht sogar noch stärker, weil es noch viel mehr Tabus gab. Wir leben ja in einer relativ enttabuisierten Zeit. Insofern weiß ich nicht, ob es die neue Einsamkeit ist. Es ist die Einsamkeit, sagen wir es so. Es kann aber auch schon durchaus sein, dass so durch die neuen Lebensumstände, es gibt eine Versingelung der Gesellschaft, dass dadurch auch ein größeres Manko da ist, dass die Menschen keine Ansprechpartner haben. Du leidest darunter als Nachtarbeiter, relativ wenig Tageslicht abzubekommen im Vergleich zu unser einer, hast früher gegen Bulimie kämpfen müssen. Woher hast du eigentlich die Kraft, immer anderen zu helfen? Naja, das hängt damit zusammen, dass ich für diese Arbeit und für diese Sendung wirklich ein sehr diszipliniertes Leben führe. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich mal betrunken war. Ach komm. Ja, wirklich. Weil ich das auch nicht am Wochenende mehr mache, weil ich bin dann einen Tag, liegt dann einen Tag flach und die wenige Freizeit, die ich dann so in den Sendephasen habe, die möchte ich mir nicht mit dem Kater dann versauen. Also diszipliniert essen, diszipliniert schlafen, sofern das möglich ist, Sport zu treiben und auch immer wieder versuchen, ein seelisches Gleichgewicht hinzubekommen. Sonst geht das nicht, sonst wäre das nicht möglich. Wow. Was glaubst du, welche Telefonnummer ist bekannter? Die von deiner Sendung oder die der Telefonseelsorge? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Du kennst die Nummer der Telefonseelsorge? Nein, kenne ich nicht. Ich muss aber sagen, dass wahrscheinlich ist unsere Nummer bekannter. Klar, wenn die jede Nacht eine Stunde durchs Fernsehen gepfiffen wird und übers Radio läuft, ist die natürlich bekannt. Dennoch finde ich, dass die Telefonseelsorgen eine wichtige Arbeit leisten. Vielleicht eine Arbeit, die gar nicht so von uns allen so honoriert wird. Das ist oftmals wirklich der Anlaufpunkt für sehr verzweifelte Menschen rund um die Uhr. Wir sind hier nur eine Stunde da. Die sind ja 24 Stunden erreichbar. Tauschst du dich auch mit Kollegen in der professionellen, bei professionellen Beratungshotlines aus? Gibt es da einen Austausch? Nein. Ich habe meine Psychologen, mit denen ich viel kommuniziere über alles Denkbare. Und ich lese halt viel, auch was so in den psychologischen Bereich hineingeht.
um auf dem Laufenden zu bleiben. Hm. Stichwort Fortbildung. Gibt es sowas wie Fortbildung für Talk-Moderatoren? So im klassischen Sinne gibt es das nicht. Da bin ich selbst für verantwortlich. Nämlich, sich immer wieder zu kontrollieren. Immer wieder wirklich streng darauf zu achten, dass man optimal informiert ist. Zum Beispiel meine Mitarbeiter auch strengstens zu bitten, mich zu kritisieren, wenn ich rauskomme. Das habe ich bei vielen Kollegen, die mögen das gar nicht hören, aber ich bin immer hochdankbar, wenn die sagen, ja, das war nur nicht besonders gut und da hättest du besser aufpassen müssen und da hast du irgendwas vergeigt. Das ist die beste Fortbildung überhaupt, weil man dadurch noch feiner geschliffen wird. Oder ab und zu Sendungen auch aufzeichnen und sie sich nochmal anschauen, das mache ich auch. Also Sachen, das verteilt ist, glaube ich, ein gutes Training. Bist du schon mal beim Anschauen deiner eigenen Sendung eingeschlafen? Nein. War eine böse Frage, Entschuldigung. Nein, aber dennoch gibt es natürlich langweilige Sendungen. Diese Sendung ist ja ein Zufall. Diese Sendung ist ein Zufallsprodukt. Wir wissen ja nie, was in der Nacht passiert. Insofern gibt es auch Sendungen, die langweilig sind oder wo wir nur komische Leute drauf haben oder auch unsympathische Leute. Das ist alles möglich. Was war denn das Verrückteste, was mal in deiner Sendung passiert ist? Das ist für mich immer eine ganz schwierige Frage, weil es so unfassbar viel Verrücktes gab. So auch könnte ich auch gar nicht die Frage beantworten, was war das Traurigste, weil es so unfassbar viel Trauriges gab. Ja, das Verrückteste befindet sich natürlich schon im sexuellen Bereich oder in den abwegigen sexuellen Ebenen. Also ich weiß, wir haben hier als erste Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und überhaupt in der großen Öffentlichkeit über Objektsexualität gesprochen. Mittlerweile ist das, hat der Spiegel darüber geschrieben und es gibt Fernsehdokumentationen, also Menschen, die sich in Gegenstände verlieben und auch eine gewisse Sexualität mit Gegenständen ausüben. Als ich das hier zum ersten Mal gehört habe, da war ich ganz hin und her gerissen. Ist das jetzt ein fulminanter Fake, eine irre Verarsche? Andererseits weiß ich, dass meine Kollegen mir nichts reinstellen, sowas Abseitiges, wenn die das nicht vorher wirklich richtig geprüft haben. Gibt es ja auch im Tierreich, der Schwan in Münster auf dem Aasee, der sich in das Paddelboot, Tretboot verliebt hat. Schönes Beispiel, ganz genau. Ja, ja. Naja, und dann fingen wir an zu reden und das war damals der erste, der zu dem Thema angerufen hat, war jemand, der seine Heimorgel liebte. Und da bist du hin und her gerissen zwischen bloß Prustern. Aber der Mann, der war so nett irgendwie und auch so klar und das hörte sich überhaupt nicht wie ein Fake an. Naja, und je länger wir redeten, desto mehr dachte ich, ja, warum nicht? Sexualität ist so gigantisch vielfältig. Warum soll es nicht auch so eine Nuance oder so eine Spielart der Sexualität geben? Warum nicht? Alle Tasten der Orgel werden bespielt. Nicht wenige deiner Anrufer sind schwul. Fällt es dir als bisexueller Mann leichter, dich da hineinzuversetzen? Ja, absolut. Absolut. Natürlich kann man sich da besser hineinversetzen. Ich kann mich auch besser hineinversetzen, wenn ein junger Schwuler aus Paderborn anruft und sagt, ich... Das ist schon ein schweres Schicksal an sich. Absolut. Ja. Sich nicht traut, frei zu leben. Oder was ja mittlerweile immer mehr auch hier bei uns anläuft, sind Jungs aus türkischen Familien. Für die ist es ja nun das Schlimmste überhaupt, wenn die schwul werden, also für die Familien. Und ja klar, kann ich mich da sehr gut hineinversetzen. Ist immer gut, wenn man, ich glaube, wenn man so einen Job macht, ist jede extreme oder auch bittere Erfahrung, die man selbst mal gemacht hat, ist letztendlich Gold wert, weil man es besser versteht. Das ist einfach so. Ja. Auch wenn ich mich mit einer bulimischen Person unterhalte, natürlich weiß ich viel mehr, mich hineinzuversetzen, als wenn ich es nur theoretisch wüsste. Und man wird auch von einer anderen Person, wenn die merkt, dass man in irgendeiner Weise betroffen ist, ernster genommen. Ging mir genauso. Wenn ich mit jemandem rede und ich weiß, der hat irgendwie so einen Hintergrund, nehme ich den ernster. Viele Anrufer klagen ja über zu wenig Sex. Manche aber auch über ein unstillbares Verlangen nach Sex. Ist Sexsucht, Hypersexualität ein reales Problem oder wie von einigen behauptet, nur eine Erfindung rechter Kreise, um Schwule als besonders pervers hinzustellen?
Ach Gott, ich meine, dieses Sexwort gibt es ja auch nun durchaus in heterosexuellen Kreisen. Dennoch glaube ich schon, das war früher auch schon mal so, dass das schon so einen diskriminierenden Beigeschmack hatte, dass man Schwule so in die Ecke stellt. Und wenn mir das jemand sagte, dann habe ich immer gesagt, ja klar, gibt es die, aber es gibt so viele Schwule, die stinknormal leben und ganz normales Sexleben auch haben. Vielleicht treten die anderen viel mehr in Erscheinung, dass man die mehr in der Gesellschaft wahrnimmt. Also ich weiß, könnte das jetzt gar nicht auf schwul oder hetero, was die Sexsucht anbelangt, festlegen. Das gibt es wirklich in beiden Bereichen. Aber es ist ein reales Problem. Das glaube ich schon, ja. Wie kann man, was sagst du Leuten, die mit diesem Problem jetzt zu kämpfen haben? Naja, es gab viele Anrufe zu dieser Thematik schon. Naja, da geht man erstmal ran und tastet ab, ob das wirklich pathologisch ist. Es gibt Fälle, die sind wirklich krankhaft, die so krass sind, dass einem wirklich die Ohren schlackern, wie viel Sex jemand sucht. Und da merkt man dann bald, dass es gar nicht mehr um die reine Lustbefriedigung geht, sondern dass es ein Suchtverhalten ist, ein klares Suchtverhalten. Und somit ist es vergleichbar mit einer Alkoholsucht oder einer Rauschgiftsucht oder dergleichen. Ja, da gibt es Therapien, es gibt Sexualtherapeuten, es gibt alles Mögliche, was man dann machen kann und machen sollte auch. Wo du aber dann an deine Grenzen stößt, auch als Sendung oder als Talkmoderator? Ja, ich habe ja immer einen Psychologen während der Sendung dabei. Dann gibt es eine Nachbetreuung, also ich vermittle dir dann an unseren Psychologen. Und der kann wiederum auch nur Erste Hilfe leisten und quasi so ein Wegweiser sein für das, was am nächsten Tag passiert. Man kann den Leuten, man kann die erstmal ein bisschen auffangen, bei sehr traurigen Gesprächen müssen die stabilisiert werden. Und dann geben wir denen Adressen an die Hand, Hilfestellungen oder beraten die, auf welche Art von Therapieform gut wäre. Und dann müssen die Leute natürlich am nächsten Tag selbst aktiv werden. Hm. Als Bisexueller bist du ja auch quasi ein sexueller Grenzgänger, wenn man das so sagen mag. Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich als Mitglied dieser Gesellschaft akzeptiert, diskriminiert, grenzwertig? Ja, das ist lustig. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, mit diesem Wort Bisexualität in gewissen schwulen Kreisen anzuecken. Weil die immer gesagt haben, du traust dich nicht, dich wirklich zu outen. Und dann sage ich, mein Gott, mir ist es so scheißegal. Von mir aus sag auch, ich bin schwul. Das ist mir auch scheißegal. Aber ich bin es nicht hundertprozentig. Wir sind halt alle, neigen alle dazu, wirklich in Kästchen zu denken. Da gibt es die Homosexuellen, da gibt es die Heterosexuellen. Da gibt es vielleicht noch die Transsexuellen und so auch, dann ist aber Schluss. Und das war absurd. Es gibt so viele Schattierungen und so viele Zwischenformen, was übrigens damals für mich als so in dieser Coming-out-Phase auch ganz schwierig war, so meine Identität zu finden. Es gab zwar damals auch schon Schwule, die sich dazu bekannten und offen auftraten, aber es gab damals keinen bisexuellen Menschen. Es gab diese sexuelle Form gar nicht. Heute schon eher. Heute ist das schon eher gängig, bei Frauen sowieso. Ich glaube, bei den Jungs bricht das auch allmählich auf, dass man diese Form auch akzeptiert. Aber es ist nicht so ein klassisches Kästchen. Aber du hast ja jetzt Gesellschaft bekommen, bist jetzt nicht mehr der einzige bekannte Bisexuelle. Nadine Angerer hat sich als bisexuelle Nationaltorhüterin geoutet. Jetzt musst du sozusagen Bisexualität nicht mehr alleine vertreten in der Gesellschaft. Ja, das habe ich ja wahrscheinlich eh sowieso nicht. Aber mir fallen im Moment eigentlich keine prominenten Männer ein, die das sagen. Es gibt ja die berühmten Schwulen, Wovereit oder Westerwelle oder im Künstlerbereich haben wir auch sehr viele. Vielleicht werden die ersten Fußballer, die sich outen, erstmal so auf die halbe Schiene setzen, wenn man das jetzt so ein bisschen böse dann kommentiert. Ich kenne einige Fußballer, die bisexuell sind, die werden den Teufel tun, das zu sagen. Weil in dem Moment, wo die das sagen, sind die sowieso für die große Masse Tunten und schwul. Und dennoch hoffe ich sehr darauf, dass wir bald einen berühmten Fußballer haben, der so viel
Arsch in der Hose hat und nach vorne geht. Wir haben homosexuelle, hochprominente Fußballer. Das klingt so, als ob du irgendwas wüsstest. Ja, natürlich, aber... Nein, ich meine, du wüsstest das, was bevorsteht. Nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich werde den Teufel tun, irgendeinen auch nur andeutungsweise zu benennen. Das wäre nun völlig bescheuert. Also. Intoleranz gibt es in der Szene nicht nur gegen Bisexuelle, sondern auch zunehmend gegen Transsexuelle oder einfach Männer, die gerne im Fummel rumlaufen. Das hat auch der jüngste Tatort als Thema aufgegriffen. Sehen wir hier eine zunehmende Entsolidarisierung in der Szene, in der Gesellschaft? Also ich habe davon auch gehört, ich habe selbst so noch nicht mitbekommen, aber ich habe davon gehört und bin darüber wirklich erstaunt und empört. Was ist das für eine Einschätzung einer sexuellen Orientierung? Man, die Jungs, die diskriminierend sich äußern gegenüber Transsexuellen oder Transvestiten, die sollen sich mal klar machen, dass diese Schrillen, diese ganzen Schrillen und Lauten, die haben früher für unsere Rechte gekämpft. Die sind in New York auf die Straße gegangen. Die sind in Köln und in Berlin auf die Straße gegangen. Das gefällt nicht immer allen Leuten und mir ist es manchmal auch zu schrill, aber es ist mir völlig egal, wenn die Leute so leben und das ihr Ding ist, ist es gut. Und ich glaube, es ist letztendlich ein Zeichen zunehmender einer zunehmenden Egomanie. Ich komme ja nur aus einer Zeit, wo schon auch so eine Solidarität in der schwulen Szene herrschte. Das ist nicht mehr so. Ich glaube sogar, dass gerade die Jüngeren mehr so, die wollen konform sein, die wollen nicht auffallen, die wollen ihr Ding machen und auch nicht so ein bisschen in das, ich sag mal in Anführungszeichen, schmutzige Licht oder Fahrwasser geraten von Transen, die irgendwie sehr schrill sind. Das bedauere ich sehr, das finde ich schlimm. Also ich finde es wirklich ganz schlimm. In MacPom ist die NPD eine nicht gerade schwulenfreundliche Partei wieder in den Landtag eingezogen. In deiner Sendung hattest du auch schon Nazi-Anrufer. Wie gehst du mit Anrufern um, die so diametral anders politisch denken als du? Also erstmal zu Mecklenburg-Vorpommern, das ist eine Katastrophe. Das finde ich eine Katastrophe. Da muss man gar nicht drüber reden. Ist sicher auch ein Versäumnis der großen etablierten Parteien, diese Menschen nicht aufzufangen. Ja, ich hatte in dieser Sendung in der Tat schon mehrfach Nazis und auch Kommunisten. Ich bin der Auffassung, wenn Leute mit einer solchen extremen Gesinnung hier bei uns anrufen, habe ich sogar die Verpflichtung, mit denen zu reden. Das ist doch eine irre Chance. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit einem Nazi oder von mir aus auch mit einem Pädophilen, was wir ja hier auch schon öfters hatten, zu reden? Dann kriege ich immer zu hören, ja, wie kannst du denen eine Bühne bieten? Ich sage, ich biete ihnen keine Bühne. Ich halte das sogar für eine Pflicht, mit denen zu reden, weil ich die Chance habe, vielleicht die Chance habe, im Gespräch die zu erreichen. Und ich habe sogar noch die große Chance, all die zuschauen und zuhören, überall in Deutschland, die so in diese Richtung gehen, durch das Gespräch auch zu erreichen. Wie vermessen und arrogant wäre es denn, wenn ich sage, mit dem rede ich überhaupt nicht. Außerdem sind meistens die sich hier freiwillig melden, sowieso schon so ein bisschen wackelig in ihrer Auffassung, weil die ja davon ausgehen, dass ich nicht sage, super, klasse, mach mal weiter so. Also in der Regel sind diese Gespräche gar nicht schlecht. Und ich bin sicher, wenn man auch so im realen Leben sich die Jungs, meistens sind es ja junge Leute, oder auch Mädels, sind ja auch Frauen dabei, wenn man die sich einzeln vornehme, erreicht man die. Es gab allerdings auch schon hier die Fälle, wo ich dann gesagt habe, nee, nur langt's, kein Bock. Zum Beispiel im Bereich des linken Extremismus gab es einen ehemaligen Mauerschützen, der 3 Menschen erschossen hatte an der Grenze und der sich aber total aufregte, dass er in der jetzigen neuen deutschen Bundesrepublik so diskriminiert wird. Weil er hat nur seinen Dienst getan, er hat sich an die Gesetze des Staates gehalten, hatte überhaupt, aber auch überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Da ist mir der Kragen wirklich geplatzt. Du selbst bist politisch offenbar nicht so festgelegt. Warst zuerst in der FDP aktiv, dann für die Grünen, mittlerweile für die SPD. Also wir haben dir hier mal einen Aufnahmeantrag für die CDU mitgebracht. Das ist ja dann die Partei, die fehlt noch. Ja, die fehlt noch. Aber das käme nicht für dich in Frage. Naja, ich will mal sagen, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der SPD, mehr oder weniger mal aktiv. Und
das ist zu begründen letztendlich auf einer familiären Tradition, weil ich komme aus einer alten sozialdemokratischen Familie, viele Arbeiter in der Familie und dadurch sind mir die Grundsätze und ich sag mal auch der Stallgeruch der SPD mittlerweile am liebsten. Dennoch finde ich auch in der CDU durchaus respektable Menschen und auch Ansätze, sodass ich mich nicht absolut verbiegen würde, vielleicht auch Mitglied in der CDU zu sein. Das kommt überhaupt nicht in Frage jetzt für mich, aber es würde jetzt nicht die große innere Empörung auslösen. Da gibt es Menschen, ich nenne mal Heiner Geißler zum Beispiel, wo ich hundertprozentig sagen kann, an deiner Seite stehe ich. Herr Rüttgers, wir haben es versucht. Was du auch schon hattest, waren gefakte Anrufe. Einer davon hat anschließend seine Doktorarbeit über dich geschrieben und in Frage gestellt, ob du das Bundesverdienstkreuz für deine Arbeit wirklich verdient hast. Bedeutet dir diese Auszeichnung viel? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es damals die erste Radio- und Fernsehsendung war überhaupt, die so etwas bekommen hat. Und gerade in der ersten Zeit haben wir nun auch sehr viel Kritik einstecken müssen, weil wir gerade auch beispielsweise im sexuellen Bereich sehr in Tabuzonen reingegangen sind und extreme Dinge gemacht haben. Und dann so von allerhöchster Stelle dieses Lob zu bekommen, hat mein Mitarbeiterteam und mich sehr motiviert. Das freut mich schon sehr. In jüngeren Jahren, formuliert Wikipedia etwas uncharmant, hast du mit Dirk Bach und Hella von Sinnen in einer WG gewohnt. Allesamt seid ihr erfolgreich geworden. Gibt es denn noch Ex-Mitbewohner, von denen man nichts weiß und deren Stern erst noch aufgehen muss? Naja, zunächst mal stimmt das nicht so ganz richtig, was Wikipedia da schreibt. Dirk und Hella hatten eine WG. Und Hella ist zuerst nach Köln gegangen, da habe ich noch Zivildienst leider in Gummersbach gemacht. Und bin dann immer jede freie Minute und jedes Wochenende nach Köln in die WG gefahren. Und insofern war ich zwar sehr viel da, aber das war nicht wirklich eine WG von uns dreien. Nee, ich wüsste sonst nicht. Ich habe auch danach nie wieder das war ja gar nicht richtig WG, ich habe noch nie in einer WG gewohnt. Ich bin kein WG-Typ. Das finde ich gruselig. Also ich könnte nie in der WG wohnen. Also wir outen heute eigentlich Wikipedia als eine nicht hundertprozentig zuverlässige Informationsquelle. Ich weiß nicht, was bei Wikileaks über dich zu finden ist. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Irgendwann hat man doch eigentlich alles gehört. Ich meine, wie oft hast du Déjà-vus in deiner Sendung? Also, den oder das klassische Déjà-vu, weiß ich gar nicht. Habe ich in der Sendung eigentlich so nicht. Natürlich gibt es so Themenbereiche, die sich in vielen Facetten wiederholen, das ist völlig klar. Aber ich glaube, wenn man so eine Sendung macht, hat man nie alles gehört, weil sie immer wieder neu entsteht durch die Vielfalt biografischer Erlebnisse, die jeden Tag und jeder Stunde neu passieren. Und in der Tat passiert es uns hier, die wir das lange machen, manchmal nach Sendungen, also in Regelmäßigkeit sogar, dass wir da stehen und denken, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt. Also im positiven wie im negativen Bereich. Also es lebt von der ständig sich verändernden Vielfalt menschlichen Erlebens. Insofern würde ich nie alles gehört haben. Nie. Keine Déjà-vus? Nee, in dem Sinne wirklich nicht. Nee. Viele Menschen machen sich Gedanken über das Leben nach dem Tod. Machst du dir Gedanken über das Leben nach dem Talk? Naja, im Moment ist das kein Thema, weil ich das Aussprung gerne mache. Das läuft gut und das ist wirklich mein Ding hier. Aber ich habe ja noch meine zweite Schiene. Ich bin ja seit jetzt 5, 6 Jahren auch unter die Autoren gegangen und schreibe. Und das ist so meine zweite Welt, die mir großen Spaß macht. Bei der ARD ist gerade großes Stühlerücken angesagt. Da gehen die einen vom Sonntag auf den Mittwoch, vom Mittwoch auf den Donnerstag und man weiß gar nicht mehr, wann man wen zu hören bekommt. Würde dich so eine Aufgabe im Hauptabendprogramm der ARD nicht auch reizen? Hat man dich gefragt? Nein. Oh. Nein. Dafür bin ich dann doch eher
wie sagt man, es gibt hier, ich kenne mich im Fußball nicht so aus, es gibt hier erste Liga, zweite, dritte Liga. Nein, das ist ja erste Liga. Ja, durchaus würde mich sowas auch reizen, mal zu machen, durchaus, ja. Zumal, also kein Polit-Talk, das bin ich nicht. Das bin ich wirklich nicht. Aber der letztendlich der gesellschaftliche oder menschliche Talk auf jeden Fall, ja. Frau Piel, haben Sie das gehört? So, das Bewerbungsvideo beenden wir jetzt mit einer letzten Frage. Jetzt darfst du dich noch einmal in deinem Leben outen. Wer ist dein Lieblingstalker im deutschen Fernsehen? Ach, das ist schwer zu sagen. Also im politischen Bereich ganz eindeutig Frank Plasberg. Ganz eindeutig. Sonst, ich schätze sehr hier meine Kollegin Bettina Böttinger. Und ansonsten sind die, also wenn du jetzt fragst, wer die absoluten Lieblingstalker sind, würde ich vielleicht die beiden nennen. Aber das heißt nicht, dass ich die anderen weniger schätze, wirklich nicht. Ich bin sehr gespannt auf Günther Jauch. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie er das macht. Ohne Telefonjoker. Bitte? Ohne Telefonjoker. Genau, ganz genau. Ja. Du bist ja der Telefonjoker heute. Also dann viel Glück gleich oder viel Kraft oder. Vielen Dank. Für die Sendung gleich, ne? Dankeschön.